In Teil 2 geht's um den Rennstreckentest, ein Fazit und die Kaufempfehlung des Next Level Racing Wheelstands 4DD. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Der Disclaimer ist ein Hinweis auf Teil 1. Hast du Teil 1 verpasst, klicke jetzt rechts oben in die Infobox mit rein. Hier hast du den Disclaimer, das Unboxing, den Lieferumfang, den Preis und so weiter angeführt. Aber nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, die Mobilität. So ein Wheelstand ist für eine Zielgruppe geschaffen, um seine Rennspielperipherie schnell her- oder wegräumen zu müssen oder zu können. Dies gelingt mit diesem Next Level Racing Wheelstand 4DD relativ problemlos. Hier auf der Vorderseite hast du Standfüße in Form von Rollen angebracht. Die kannst du mit einer Feststellbremse fixieren oder auch lösen, und dieses Ding in wenigen Sekunden hier weg oder her zu räumen. Somit gelingt dein Simracing-Einsatz am PC hier wesentlich einfacher, als wenn du jedes Mal dein Wheel hier mit einer Table Clamp an dem Tisch montieren musst, her, wegräumen und so weiter und so fort. Kapitel Nummer 2, die Optik. Dieser Wheelstand 4DD ist in Schwarz gehalten. Das sieht sehr zeitgemäß aus, sehr zeitlos würde ich sagen, und passt zu jeder Rennspielperipherie. Die Pulverbeschichtung ist ordentlich aufgetragen, in Sachen Verarbeitung sind keine Mängel oder keine Unregelmäßigkeiten erkennbar. Kapitel Nummer 3, die Ergonomie. Die Ergonomie bei diesem Wheelstand ist sehr variabel. Du kannst hier deine Pedalhalteplatte nach vorne, nach zurück in einer Bandbreite von knapp einem halben Meter verstellen. Das gelingt dir dann, wenn du nur 1,50 groß bist, bis 2 Meter, 2,10 Meter Größe, dann wirst du hier wunderbar deine Pedale an deine Bedürfnisse anpassen können, um den entsprechenden Kniewinkel am Start zu haben. Weiters kannst du die Pedalplatte auch neigen. Eine Neigung kannst du einstellen in verschiedenen Winkeln und gleiches gilt auch für die Wheelbase-Halteplatte. Auch diese ist mit diesen Langlöchern versehen, um hier einen ordentlichen Winkel bzw. Anstellwinkel deiner Wheelbase hier mit an den Start zu bringen. Gerade wenn du DD-Wheels einsetzt, die haben üblicherweise keinen Montagewinkel hier mit am Start und hier ist es unbedingt vonnöten, dass hier eine Wheelbase-Halteplatte auch in der Neigung ordentlich verstellbar ist. Kapitel Nummer 4, die Montage der Peripherie. Dies gelingt bei dem Next Level Racing Wheelstand 4DD relativ einfach. Die Bohrlöcher hier für meine Podium DD1 Wheelbase, die ist gegeben. 5 Löcher von unten direkt mit der Wheelbase verschraubt. In Sachen Pedale, auch meine Heusingfeld Sprint Pedale sind mit so einem Langlochbild hier direkt an der Pedalhalteplatte kompatibel. Du kannst auch deine Heusingfeld Sprint Pedale ohne die Mounting Plate von Heusingfeld direkt mit der Pedalhalteplatte verschrauben. Handbremse und Shifter, die montierst du rechts oder linksseitig, je nach Geschmack, hier direkt an dem Wheelstand mit 3 Schrauben. Auch hier sind die Bohrlöcher für meinen Fanatec Shifter vorgegeben. Du musst nichts bohren, hier ist alles out of box kompatibel. Meine Handbrake, die habe ich wieder direkt an meinen Shifter von Fanatec angeschraubt, um hier kurze Wege zwischen Handbremse und dem Shifter, speziell beim Rallyefahren, an den Start zu bringen. Kapitel Nummer 5, das ist ein Hauptkapitel, das ist die Stabilität des Grundrahmens. Und hier kommt wieder euer Lieblingsformat Ron Reviewed in Gefahr. Hier an den Start. Ich habe dieses Ron Reviewed in Gefahr, den Stabilitätstest, klarerweise live für euch aufgenommen. Hänge euch jetzt die Szene mit rein, viel Spaß damit. Und nun geht's weiter mit dem Härtetest. Wie gewohnt, Ron Reviewed in Gefahr. Wir werden sehen, wie sich dieser Next Level Wheelstand 4DD unter Belastung, auch unter Volllast eines Direct Drive Wheels verhält. Starten wir mit einem Setting von 40% hier an meiner Podium DD1 Wheelbase. Beliebiges Spiel hier, am Beispiel Forza Horizon. Ich bin querfeldein unterwegs und melde euch die Peaks dann immer entsprechend live zurück. Hier liegen wir bei Peaks von 8, 9, knapp 10 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ein sehr kräftiges, sehr stark vernehmbares Force-Feedback. Sind Bereiche, in die ihr mit einer riemengetriebenen Wheelbase nicht mehr vordringen könnt. Da liegt ihr bei Peaks von etwa 8 Newtonmeter für eine CSW V2.5 Wheelbase. Sprich hier bei 10,5, knapp 11 Newtonmetern, da seht ihr, das lässt diesen Next Level Wheelstand 4DD völlig unbeeindruckt. Lasst uns die Gangart verschärfen. Übers Fanatec Tuning Menü
gehen wir hoch auf 70% Power der Podium DD1 Wilbis. Ab hier wird es eventuell gefährlich für dich, für deine Gesundheit und deine Peripherie. Bitte nicht zu Hause nachmachen, für sowas gibt es den Ron Reviewed in Gefahr. Hier direkt beim Wegfahren enorm kräftiges, sehr starkes Force Feedback. Ich habe hier Peaks 17 Newtonmeter anliegen, 17,4. Ihr seht an meinen Bewegungen und an meiner Pressatmung, dass ich mich wirklich hier anstrengen muss, um das Ding ordentlich zu bewegen. Ein Szenario, mit dem ihr im Alltag nicht unterwegs sein werdet, das ist viel zu anstrengend und so hält ihr keine 3-4 Runden durch. Aber auch hier, ihr könnt es gut erkennen, ich provoziere ein Hin- und Her-Lenken. Ihr seht hier leichte Bewegungen im Wheelstand, aber wir sind weit weg hier von der Gefahr, dass mir dieses Ding hier auseinanderfällt oder einen extremen Flex hier ans Rim bringt. So, und jetzt Ron Reviewed in Gefahr auf Vollanschlag. Bitte macht dieses Setting-Szenario nie zu Hause nach. Das macht so keinen Sinn. Hier geht es nur um eine Machbarkeitsstudie und inwieweit Next Levels Werbeversprechen einen Wheelstand vor DTs zu schaffen, der diesen Belastungen standhalten soll, auch stimmt. 100% Force Feedback Power. Wir haben hier jetzt Peaks 20,3 Newtonmeter, 20,3 nach wie vor. Und ich versuche hier mal so einen Slalom zu simulieren. 20,3, 19,7. Ein Setting, mit dem ihr richtig ordentlich Kraft aufwenden müsst, um das Fahrzeug hier auf der Strecke zu halten. 20,5. Das heißt, auch die Podium DD1 Wheelbase liefert diese Peaks von 20 Newtonmeter teilweise Richtung 21. Und ihr seht hier eine moderate Bewegung hier im Wheelstand, aber dieses Ding, da müssen jetzt Fanatec Fanboys sehr stark sein. Dieser Wheelstand ist out of box deutlich stabiler als beispielsweise ein Rennsport Cockpit V2. Kapitel Nummer 6, Stabilität der Shifter bzw. Handbrake Aufnahme. Diese Aufnahme ist sehr zweckmäßig ausgeführt. Ihr habt hier nur so ein Profil direkt angeschraubt, ohne eine Abstützung hier nach unten hin. Das heißt, leichte, übliche, normale Schaltmanöver, die wird dieser Wheelstand problemlos hinbekommen. Willst du aber hier richtig in deinen Shifter hier reinknallen, sequenziell, hast du hohe Kräfte an deinem Shifter am Start, dann wirst du dir irgendwie helfen müssen, dieses Ding abzustützen, zu verbessern, die Stabilität zu erhöhen, damit der Flex nicht so groß wird. Kapitel Nummer 7, die Stabilität der Pedalhalteplatte. Hier würde ich sagen, du hast eine Stabilität bis zu einer Loadcell von, würde ich sagen, 60 Kilogramm, das entspricht, am Pedal kommen da etwa 35 Kilogramm Bremsdruck an. Da würde ich sagen, ist diese Pedalhalteplatte ordentlich dafür ausgelegt. Willst du darüber hinaus auf Loadcell von 90 Kilogramm bzw. 50 Kilogramm am Pedal oder wie bei den Heusingfeld Sprint Pedalen mit einer Loadcell von 120 Kilogramm, die dann in 65 Kilogramm über den Hebel am Pedal resultieren hinaus, dann wirst du einen Flex in der Pedalaufnahme vernehmen. Hier stellt sich klarerweise die Frage, inwieweit du einen Pedaldruck aufbauen kannst bei einem mobilen Rig, wenn du keinen fix verschraubten Sitz hier bei einem üblichen Cockpit hier am Start hast. Und da kommen wir zu Kapitel Nummer 8, ein sehr wichtiges Kapitel für dich, wenn du so ein Ding einsetzen willst. Wie viel Pedaldruck kann eine entsprechende Sitzlösung überhaupt aufnehmen, bevor dein Stuhl kippt, zurückrutscht, was auch immer. Diesbezüglich habe ich zwei Szenarien für euch vorbereitet. Hier einen üblichen Bürostuhl mit Rollen. Wie viel Pedaldruck kann ich aufbringen, bevor dieses Ding zurückrollt? Oder hier mit einem normalen Esstischstuhl. Wie viel Pedalkraft ist vonnöten, damit dieses Ding wegrutscht, kippt, was auch immer. Auch diese Szenen habe ich für euch live aufgenommen. Viel Spaß damit, seht es euch an.
Ein weiterer für euch sehr praxisrelevanter Test ist jener, wie viel Bremsdruck so ein Wheelstand verträgt, beziehungsweise euer Stuhl, auf dem ihr sitzt. Ich habe jetzt hier meinen Bürostuhl auf Rollen am Start, kann hier über die Heusingfeld Sprintpedale, über die Smart Control Software genauestens die Bremskräfte hier an den Start bringen. Vergesst nicht, Lowcell ist nicht gleich Bremskraft, die am Pedal ankommt. Ihr habt bei Heusingfeld eine 120 kg Lowcell verbaut, bei Fanatec eine 90 kg Lowcell. Bei den Heusingfeld Sprint Pedalen kommen hier am Pedal maximal 65 kg über den Hebelweg an und bei den Fanatec CSP V3 Pedalen beispielsweise 50 kg, die am Pedal ankommen. Ich habe jetzt hier eine relativ geringe Kraft, Maximum Force in Kilogramm, hier 15 Kilogramm eingestellt. Ihr seht hier, bei einem normalen Bremsdruck habt ihr in einem ganz normalen Bürostuhl keine Probleme. Gehen wir etwas hoch auf 25 Kilogramm Bremskraft. Das würde jetzt in etwa einer Lowcell Power von 50, 60 Kilogramm entsprechen. Bei 25 kg Bremsdruck, hier seht ihr bei Vollanschlag, gerät etwas Bewegung in meinen Bürostuhl mit Rollen. Ich habe diesen Stuhl auf diesem Next Level Racing Teppich hier nicht gesichert. Klarerweise halte ich mich etwas an dem Lenkradkranz fest. Das heißt, ihr könnt mit 25 kg Bremskraft hier so einen Wheelstand auch mit einem Bürostuhl mit Rollen betreiben. Gehen wir hoch auf 40 kg Bremskraft. Das ist am Pedal eine sehr, sehr kräftig vernehmbare Bremskraft, ein hoher Pedaldruck, der in etwa 70, 80 kg Lowcell Power entspricht. Und hier seht ihr schon, jetzt habe ich hier ein Zurückrutschen meines Stuhls. Das heißt, das wird mit dem Bürostuhl mit Rollen keinen Sinn mehr haben, in solche Bereiche vorzustoßen. Hier live geswitcht einen standardmäßigen Stuhl für einen Esstisch, hier relativ schmale, hohe Bauweise und wir versuchen, wie es hier mit 40 kg Bremsdruck aussieht. Ihr seht kein Zurückrutschen, aber der Stuhl beginnt hier über die Achse etwas zu kippen. Hier handelt es sich um einen sehr schmal gebauten Essstuhl, der sicher nicht deine Priorität beim Simracing sein wird. Gehst du hier zurück auf, sagen wir mal, 30 kg Bremskraft am Pedal, entspricht Lowcell Power ca. 50, 60 kg. Dann werdet ihr mit so einem normalen Stuhl, mit einem normalen S-Stuhl hier keine Probleme bekommen. Wollt ihr in die Bereiche des Maximums hochgehen, hier bei den Heusingfeld Sprint Pedalen, sind wir bei 65 kg am Pedal, entspricht der maximalen Lowcell Power von 120 kg. Hier seid ihr deutlich über den CSP V3 Pedalen. Testen wir bis zum Halbanschlag. Seht ihr, lässt sich dies mit einem S-Stuhl hier noch bewerkstelligen. Ab dann wird's nicht mehr möglich, diesen maximalen Bremsdruck zu erzielen, dann muss ich mich zu stark am Lenkrad festhalten, um hier nicht zurückzukippen. Hier benötigt es einen stabileren Stuhl, den ihr irgendwie montieren, sichern müsst, was auch immer. Und da biegen wir ab auf die Zielgerade. Negative Aspekte, positive Aspekte, Fazit und die Kaufempfehlung. Lasst uns beginnen mit den negativen Aspekten. Die Aufnahme für den Shifter und die Handbremse ist sehr zweckmäßig gestaltet. Hier wäre es sehr einfach gewesen, eine Abstützung nach unten hin zu gewährleisten. Die kostet wenig Geld, könnte ich direkt hier mit dem Wheelstand verschrauben und du hättest aus einer eher labilen Aufnahme für Shifter und Handbrake eine sehr stabile Lösung. In Sachen Pedalhalteplatte, finde ich, ist diese gut bis stabil ausgeführt. Willst du in höhere Dimensionen vorstoßen, gedenkst du dieses Rig einmal zu erweitern, hier einen Sitz dazu zu kaufen, dieses Seat Add-on, welches es zukünftig bei Next Level zu ordern gibt, dann wäre es hier auch vonnöten, eventuell an der Pedalhalteplatte etwaige Anpassungen vorzunehmen. Hier wäre es auch sehr einfach, eine einzelne Querstrebe unter die Pedalhalteplatte beizupacken, diese zu verschrauben und du hättest eine super stabile und fast schon hochstabile
Aufnahme der Pedalhalteplatte am Start. Und weiter geht's mit den positiven Aspekten. In Sachen Stabilität des Grundrahmens hält hier Next Level sein Werbeversprechen. So ein Wheelstand, der kann hier eine Wheelbase, eine Direct Drive Wheelbase mit Drehmomentspitzen von 10, 15 Newtonmetern, vielleicht sogar darüber hinaus, wunderbar aufnehmen. Bis zu einem Drehmoment von etwa 15 Newtonmetern, das entspricht Faktor 2 einer CSW V2.5 Wheelbase und Kräftebereichen, wo du schon richtig schwer hier am Wheelstand arbeiten musst, wirst du in Sachen Flex mit diesem Ding kein Problem bekommen. Auch bei Spitzen von 20 Newtonmeter oder darüber, da hast du einen leichten Flex vernehmbar, aber ob dieses Szenario für dich alltagstauglich ist, das musst du entscheiden. Festzustellen gilt, deine ganze Peripherie, dein ganzes Umfeld wird auch bei Spitzen von 20 Newtonmetern und darüber hinaus nicht in Gefahr geraten. Weiterer positiver Aspekt ist eine super Ergonomie. Du wirst mit jeder Größe hier an dem Wheelstand Platz finden. Nächster positiver Aspekt ist klarerweise die Bauweise. Dieses Ding ist ultra kompakt, ultra klein, sehr mobil über die Rollen. Und wenn du hier eine platzsparende Lösung, die gleichzeitig stabil sein soll und mobil sein soll, am Start haben willst, dann wirst du hier mit diesem Next Level Wheelstand 4DT glücklich sein, dein Auslangen finden. Kapitel Nummer 11, Preis-Leistung. Ich finde diesen Next Level Racing Wheelstand 4DT teuer, aber nicht unverschämt teuer. Bedenke, dass du abseits von Aluprofillösungen hier ein Design bezahlen musst. Du zahlst einen Aufschlag für ein Design. Du bezahlst einen Aufschlag auf den Finish der Oberflächen, auf die Beschichtung. Diese Kostenpunkte, die musst du mit einbeziehen, wenn du hier eine Out-of-Box-Lösung am Start haben möchtest und beispielsweise mit einem Alu-Profil-Rig hier in Sachen optischen Gründen nicht zufrieden bist. In Sachen Preis-Leistung fände ich es gut, wenn hier Next Level so eine Strebe unterhalb der Aufnahme für deine Handbremse, für deinen Shifter beilegen würde. So ein Holm, der kostet ein paar Euro, den lege ich mit bei und dann ist auch deine Aufnahme für die Handbremse und den Shifter wirklich sehr stabil ausgeführt. Und gleichzeitig ist der vielleicht größere Kritikpunkt meinerseits ausgemerzt. Und so kommen wir zum letzten Kapitel, das ist die Kaufempfehlung. Wie ausführlich erwähnt, wenn du zu einer mobilen, platzsparenden Zielgruppe gehörst, dann kann ich für diesen Next Level Racing Wheelstand 4DT eine Kaufempfehlung aussprechen. Ein Punkt, den du bei so einer Lösung beachten musst, ist wie im Review genauestens aufgezeigt, der Pedaldruck. Welche Stuhllösung hast du am Start? Hier gilt es abzuwägen, verwendest du einen Bürostuhl mit Rollen, hier einen normalen Tischsessel oder den schweren großen Lehnstuhl von der Oma, dann wirst du höheren Pedaldruck aufbauen können. Und das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ein kurzer Ausblick von mir. Ich habe Post bekommen, bestellt bei SRM. SRM, ich werde an mein altes Formula-Lenkrad hier Magnetik-Shifter dran bauen. Für euch ein ausführliches Review diesbezüglich bereitstellen. Weitere Rig-Reviews sind in Planung. Ich hoffe, einiges an den Start zu bekommen. Und das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein und liebe Grüße von eurem Ron.